kurz unsere beiden Mitstreiter mal rüber hier vorstellen. Cajon, diese kleine Kiste, auf der er da sitzt, ist kein Kasten, das ist ein Produktionsinstrument. Und an der Gitarre der unvergleichliche Wolfgang Stute. Und zu meiner Linken an der Geige und an der Mandoline der auf der Welt einmalige Hajo Hoffmann. Der jetzt bei dem nächsten Stück etwas macht, das habe ich wirklich auf der Welt noch nie bei irgendeinem Kollegen gehört. Er spielt die Mandoline mit einem Wabba-Pedal. Das ist für die Jüngeren unter euch dieses komische Ding, was Jimi Hendrix erfunden hat, was die Töne immer so schön verzerrt hat. Jimi wird sich nämlich freuen, wenn er jetzt Hajo hört beim Blues für die Messe. Yeah.